So, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Aus gegebenem Anlass konfigurieren wir den BMW M3. Touring. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Touring. Weil den gab es vorher nicht. Es gab vorher nie einen M3 Touring. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über dieses Fahrzeug. Knallerballer, sage ich dazu nur. Ein Wahnsinnsmörderteil. Wir schauen uns den Wagen an. Wir sind jetzt schon bereits auf der BMW-Seite. Wir gehen jetzt direkt mal unter BMW 3er Touring M. Ihr seht hier auch schon, dass es sozusagen... Ah, da ist er ja schon, das gute Stück. Eieieiei, oh Mann, das wird richtig gut. Ja, wie ihr gleich sehen werdet, es gibt hier drei Fahrzeuge aus der Kategorie M sozusagen. Ihr seht auch hier gleich schon die neuen Lichter. Das ist das Facelift vom 3er BMW. Was ich mich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass es mich ärgert, aber es stört mich schon. Ich meine, ich bestelle jetzt einen BMW M3 Touring, ja, und neben mir steht an der Ampel ein BMW M340 Diesel Touring, aktuell, Facelift, in dem Fall mit den neuen Lichtern. Nicht, dass der BMW M3 Touring daneben jetzt alt aussehen würde. Nein, das tut er nicht, aber... Es sind halt die Vorgängerlichter, ja, also Scheinwerfer in dem Fall. Ich sag die ganze Zeit Lichter, Mensch, Scheinwerfer. Ja, hier, ärgerlich, aber ist halt so. Ich gehe davon aus, dass es dann auch zum M3 Touring irgendwann ein Facelift geben wird. Naja, nun ändern wir hier einmal die Motorisierung und hören auf, uns darüber aufzuregen, dass die Scheinwerfer hier nicht vom Facelift genommen wurden. Vielleicht kann uns das BMW auch nochmal erklären. Am besten in den Kommentaren oder ruft mich an. Ich gebe es dann gerne weiter im Video. So, wir wählen hier also den BMW M3 Competition Touring mit X-Drive. In dem Fall MX-Drive, weil sich der Allradantrieb abschalten lässt und der Wagen dann sozusagen auch nur heckgetrieben sich bewegen lässt. Ganz besonders interessant für die Rennstrecke. In dem Fall 510 PS, 3,6 auf 100. Auf 200 nehme ich an, unter 13 Sekunden, genau weiß ich es nicht. Wir werden es sehen, wenn die Kiste dann auch irgendwann mal ausgeliefert wird und tatsächlich man vielleicht auch hier an ein, Fahrzeug kommen kann. So, wir bestätigen und legen los. Ja, hier, wie ihr seht, noch nackig sozusagen. Aber wunderschön und hier schon die ersten Warnmeldungen. Vorübergehend kann es zu bei einzelnen Sonderausstattungen zu längeren Lieferzeiten kommen. Ja, klar, ist halt momentan ein bisschen schwierig mit Krise in allen Bereichen. Und in dem Fall hat uns BMW in dieser Konfiguration schon Sonderausstattungen zugepackt. Wir werden gleich sehen, welche, das sicherlich kriegen wir noch raus, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von insgesamt 1.270 Euro. Dadurch ändert sich die rechts angezeigte unverbindliche Preisempfehlung für das Fahrzeug in Serienausstattung entsprechend. Das sehen wir also hier oben. 97.800 ist der Serienpreis sozusagen. Das ist das, was das Auto kostet, nackt, ohne jedwede Ausstattung. Und ich glaube, hier unten wird dann irgendwann mal, ach ja, genau, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich es euch nicht eingeblendet habe. Gesamtpreis momentan 99.070 Euro. So, egal. Wir fahren fort. Wir haben hier die Serienausstattung. Ja, die können wir jetzt entdecken oder auch nicht. Ist ja egal, wir verändern das Fahrzeug sowieso gleich komplett. Und dann spielt es keine Rolle, ob das Auto ein HiFi-Lautsprechersystem hat oder nicht, weil wir ganz klar Harman Kardon wählen werden. Genau, so, also, lasst uns mal loslegen. Was sagt ihr zur jetzigen Farbe? Die jetzige Farbe hier M Brooklyn Grau Metallic war schon auf dem X3M und X4M zu sehen. Richtig geile Farbe, wie ich finde persönlich. Ich liebe Tanzanit Blau, Individual Tanzanit Blau. Und was auch richtig geil ist, ist diese Individual Frozen Portimao Blue Metallic. Auch richtig geil. Die werden wir jetzt auch gleich wählen. Wir schauen uns das also gleich mal an. Oi, 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 oi. Da sieht das Auto doch sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich habe es schon gesehen, aber immer wieder. Es ist egal, wie oft ich das sehen werde, wahrscheinlich. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass dieses BMW Individual Frozen Portimao Blue Metallic
Irgendwann, sozusagen in 3 Jahren oder so, vielleicht nicht mehr ganz so geil aussieht, ich weiß es nicht, aber vielleicht sieht man sich daran satt, wahrscheinlich ist die Metallic-Farbe dann sozusagen, ja, die geschicktere Wahl, aber für jetzt hat mein Herz sozusagen, schlägt mein Herz für die Frozen-Variante von Portimao Blau, Blue Metallic. Oh Gott, das ist immer so kompliziert, Mensch. Ja, M Portimao Blau Metallic. Hier nämlich ist es Blau Metallic und da unten heißt es Blue. Entscheidet euch mal, ne? Witzig. Okay, gut. Also hier in dem Fall ist es jetzt die Metallic-Farbe und jetzt nehmen wir die Frozen-Variante. Richtig geil. 3.300 € Aufpreis, das ist schon echt happig, aber jeden Cent wert. Genau, ich bin der Meinung, dass wir an der Stelle die Orbit-Grau-Metallic-Räder dran lassen. Orbit-Grau-Matt mit in dem Fall. Die 825er, ich finde die super geil. Die lassen wir drauf, kostet Aufpreis 350 €. Absolut vertretbar. Hier dann mit Track, also falls jemand sozusagen die Track-Version der Reifen wünscht, weil er das ein oder andere Mal sozusagen auf die Rennstrecke damit möchte, ja, gerne, ich nicht, weil ich bin damit dauerhaft unterwegs, Daily Driver, mit sozusagen 8 Kindern hinten drin. Da taugt mir das jetzt mit dem Track-Reifen nicht. So, in dem Fall gucken wir jetzt mal sozusagen in den Innenraum. Das Geile am BMW-Konfigurator, was ihr jetzt sicherlich auch gerade gesehen und gemerkt habt, logischerweise, wir sind jetzt praktisch von außen. Also, wir fangen nochmal von vorne an, ja? Hier Außenfarbe, man zeigt uns das Auto von außen, ja? Richtig geil. Ich meine, hey, das macht keiner. Keiner kann das. Keiner macht das so wie BMW. Ich will jetzt hier nicht den BMW-Fanboy raushängen lassen, ja? Aber ihr könnt das in allen, wir werden das noch in allen anderen Konfiguratoren, ihr könnt das Konfiguratoren sehen und ihr könnt das natürlich auch selber gerne noch machen, aber ihr seht hier, das ist so genial, ja, das macht nur BMW, das muss man sich mal vorstellen, ja. Kein Porsche, kein Mercedes, niemand. Kein Ferrari, keiner macht das so. Warum drehe ich darauf so durch? Weil das geil ist. Es ist geil, ja. So, jetzt bin ich bei den Rädern, dann zeigen die mir die Räder, ja. So, hier, guck mal. Zack. Ja, das ist geil. Das ist geil. Warum? Weil ich sofort dorthin gelotst werde, was ich sehen will oder sehen muss in dem Moment. Weil ich, wenn ich mir die Räder anschaue, dann will ich die Räder sehen. Ja, so, gehen wir weiter. Wie gesagt, zum Innenraum und ihr seht, zack, Innenraum. Ja, gut, finde ich richtig gut. Ich feiere das. Und wir entscheiden uns hier in dem Fall für die Individual-Volllederausstattung mit nur Elfenbein weiß. Warum? Weil verdammt nochmal, wenn du dir so eine Karre leisten kannst, kannst du dir einen Sattler leisten, falls sich dein Leder abgenutzt hat. Oder im Zweifel, weil du der Meinung bist, dass irgendwie schmutzig oder ja, dann fahr da mit zur Innenreinigung und mach's sauber, Mensch. Okay? Ich meine, warum jetzt schwarz? Nein, 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 warum schwarz? Nein, nein, das ist ein blaues Fahrzeug mit blauem Leder. Ich habe das im Übrigen bei meinem M4 Cabrio Competition gesehen, der mit dem Stahldach, also der Vorgänger sozusagen vom jetzigen, vom gerade sozusagen neu rausgekommenen M4 Cabrio. Das hatte ich davor sozusagen. Da war das so. Also die Leute haben das total gefeiert. Die haben ein blaues Auto gesehen mit weißen Ledersitzen. Total Porno, klar, ja. Aber richtig geil, ja. Und deswegen werden wir auch hier damit weitergehen. Es ginge noch die sozusagen einfache, also die erweiterte Lederausstattung. Es ist dann sozusagen die einfachere. Dann sind halt da oben, ist dann, ihr seht hier oben dann schon, das ist dann alles nicht mehr richtiges Leder, sondern Sensatec, glaube ich, oder so. Und hier ist es in dem Fall die Volllederausstattung. Komplett alles Leder. So, und so machen wir das auch. Ja? Und dann könnten wir natürlich hier in dem Fall die Leisten alle möglichen wählen. Bullshit, wir nehmen in dem Fall Carbon Fiber. Nothing else. Das ist gut investiert, das kommt hier in Frage. So, wir sind jetzt bei 105.250 €. Ja, das ist natürlich ein abgefahrener Preis für die Karre. Ist richtig viel Geld, aber
Ihr bekommt dafür auch richtig viel Auto. Ja, in dem Fall gehen wir weiter. Wir haben natürlich noch einiges an Sonderausstattung hinzuzupacken. Wir werden also irgendwo bei 120.000, 130.000 Euro rauskommen. Ich weiß es jetzt auch noch nicht genau. Das sehen wir gleich gemeinsam. Drivers Package, natürlich. What else? Was ich immer empfehle ist, guckt euch die Details immer dazu an. Wenn ihr also im Konfigurator seid und hier jetzt beim N-Drivers Package ist die Information gegeben, klar, 250 auf 280, also wir heben sozusagen die Höchstgeschwindigkeit auf, die serienmäßige und so weiter. Und ihr kriegt tatsächlich auch noch so eine Art Rennstreckentraining, ja, einen Gutschein dafür, auch richtig zu empfehlen. Wobei, ich habe es auch schon das ein oder andere Mal gesehen, dass dann die Leute in ihrem Übermut etwas gebremst werden, ja. Aber hey, was soll's. Ich würde es auf jeden Fall nehmen, M-Drivers Package. Sollten die 2450 Euro fehlen in eurer Kasse, aus welchem Grund auch immer, dann lasst das jetzt erstmal weg, das M-Drivers Package. Warum? Weil ihr es nachrüsten könnt. Ja, das heißt also, das müsst ihr jetzt nicht sofort nehmen. Ihr könntet es theoretisch auch später nachrüsten. Ich nehme es jetzt gleich, mache nämlich die Hütte voll und mir ist es erstmal egal. So, alle vier Sonderausstattungen anzeigen. Warum? Weil in diesen Paketen versteckt sich dann noch sozusagen die ein oder andere Super-Sonderausstattung, in dem Fall Driving Assistant Professional. Anders als der Driving Assistant ist es nicht nur ein einfacher Tempomat, sondern noch mit Abstandsregelung und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann in den Details lesen. Das muss ich euch jetzt nicht noch sozusagen vorlesen oder so. Wichtig ist nur, dass ihr das, wenn ihr das anklickt, schaut euch doch einfach die Details in den Ausstattungen nochmal, in den Paketen nochmal an, weil hier versteckt sich doch noch der ein oder andere Zusatz. So, wir kriegen hierfür Laserlicht, Fernlichtassistent und Komfortzugang. Wunderbar, machen wir, wollen wir. Und dafür wird dann der Driving Assistant, wie ihr hier seht, entfernt. In dem Fall die Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, also ein Tempomat. So, und Innovationspaket wird hinzugefügt. Yes. Hammermäßig, genau so machen wir das. So, wir wollen noch mehr Sonderausstattung hinzufügen und gucken uns weitere Sonderausstattungen an. Was wir nicht machen werden, ist das M-Racetrack-Paket, weil das hier gleich schon so präsent ist. Ja, nein, werden wir nicht, weil, warum werde ich das nicht wählen? Das sage ich euch, ist eine relativ simple Sache. Das seht ihr dann später auch gleich an den Sitzen, ja. Wir kriegen sonst keine Sitzbelüftung. Das heißt also, wenn wir uns jetzt hier die Sonderausstattungen anschauen, dann kriegen wir hierfür Live Cockpit Professional, klar, werden wir auch sowieso bekommen, M-Carbon-Schalensitze. Und die M-Carbon-Schalensitze sind mega geil, mega geil. Aber für mich als Daily hätte ich dann doch lieber die Sitzlüftung im Sommer. Ja, warum? Weil Komfort hier sozusagen über allem steht in dem Fahrzeug. Ja, jetzt werden dann viele sagen, ja, holt sich ein 510 PS Karre und will jetzt Komfort. Ja, nee, klar, ich will halt schnell vorwärts kommen. Das Auto ist im Übrigen sehr, sehr gut gedämmt, weil ich es aus dem M3 schon kenne. Aber, also man kann damit tatsächlich 500 Kilometer runterreißen und im Sommer würde ich es vorziehen als Daily sozusagen mit den belüfteten Sitzen und die Carbon-Schalensitze bleiben hier weg. Wenn ich sozusagen ein Track-Tool konfigurieren würde, dann würde ich tatsächlich die M-Carbon-Schalensitze nehmen. Gleiches gilt im Übrigen auch fürs Cabrio. Beim M4 Cabrio würde ich ebenfalls nicht die Schalensitze nehmen, weil, das hat mich bei meinem Vorgänger M4 schon, Cabrio, habe ich ja gerade schon erzählt, sozusagen extrem genervt, dass der Typi neben mir in seiner C-Klasse 63 AMG in belüfteten Sitzen saß, ja, und ja, und ich habe geschwitzt wie ein Schwein, ja, also in dem Fall die Sitze, alles nass, ja, und Sonne prallt einem auf den Schädel, du siehst ja auch ganz oft Cabrio-Fahrer mit geschlossenem Verdeck und fragst dich dann, warum fährt der mit geschlossenem Verdeck, oh Gott, ich komme hier vom Thema ab. So, also, M-Carbon-Keramikbremse, ja, die hätte ich gerne, gar keine Frage. Muss aber nicht sein. Du wirst sie nicht brauchen. Ich habe es in meinem M4 Cabrio auch nicht gehabt. Du wirst es nicht brauchen. So, M-Drive Professional, das holen wir uns noch. M-Drivers Package haben wir ja schon angekreuzt und die Interieurleisten Carbon Fiber haben wir auch. So, deswegen verzichten wir also aufs M-Race Track Packet, Paket. Wir nehmen aber das M-Carbon Exterieur Paket. Warum? Weil es geil ist. Es ist einfach geil, Mann. Und deswegen werden wir es nehmen. Die 4.150 Euro sind echt gut investierte Kohle. So, wir gucken weiter. Was gab es denn hier? Geschwindigkeitsregelung hatten wir schon diskutiert. Driving Assistant, das ist die Geschwindigkeitsregelung oder sonstiges oder ähnliches oder was auch immer. Wir haben die Professional-Variante, deswegen ist es scheißegal, was da drin steht. Komfortzugang, Modellschrift, Zug, Entfall. Nö, soll jeder wissen, dass es ein M3 ist, ne? So, Entfall, spezifischer Designumfänge, Exterieur.
Ja, nee. Ich glaube, das ist sowieso schon vorgesehen. So, BMW Laserlicht, klar. Laserlicht, natürlich nehmen wir ein Laserlicht. Ich glaube, das ist sowieso Serie, oder? Nee, war nicht Serie. Stimmt, hatten wir gar nicht. Da war das LED. Aber wir haben es ja mit dem Paket, Innovationspaket bekommen. So, Reifenreparaturset? Nein. Wenn ich am Rand stehe, stehe ich am Rand und warte, bis der ADAC kommt. Oder irgendein. Warte mal, keine Werbung für den ADAC. Ich meine, irgendein Scheiß-Abschleppfahrzeug ist doch scheißegal. So, Akustikverglasung. Und da ist sie auch schon. Ich sagte ja vorhin was von Komfort. Ja, genau. Komfort. Ja, wieso nicht? Akustikverglasung, weil ich möchte den Motor natürlich hören. Du wirst ihn innen auch hören. Gar keine Frage. Aber ich möchte, brauche die ganzen Mitgeräusche nicht. Die spare ich mir. Ja, steht hier sogar irgendwo. Wenn du draufklickst, also steht hier, die Akustikverglasung umfasst die vorderen Seitenscheiben sowie die Frontscheibe und sorgt für mehr Ruhe im gesamten Innenraum. Sie minimiert nicht nur Luftströmungs- und Umweltgeräusche, sondern auch die von Motorreifen und Scheibenwischern. Ja, gut, vom Motor auch ein bisschen, aber hey, es wird schwer. Ja, so ein 510 PS Karre lässt sich nicht so einfach zum Schweigen bringen. Auch nicht mit deiner Akustikverglasung. Und was wir auch nicht machen, ist die Embleme. Also, das finde ich auch so wahnsinnig krass einfach nur, was BMW da macht. Ich meine, ja, jetzt habt ihr schon gemerkt, so ein bisschen Fanboy bin ich schon, aber so dann auch wieder nicht, ne? Ich werde mir doch keine Embleme für 200 Euro aufs Auto setzen. Also was soll das jetzt für ein Schwachsinn sein? Weißt du, ich würde das tatsächlich machen, wenn das Titan wäre. Einfach, ge weil es geil ist. Oder so arabisch Gold oder so. Oh, nee, das war jetzt nicht gut, ne? Wenn ich arabisch sage, ist das rassistisch? Nee, ist ja auch egal. Fakt ist, was ich meine ist, nein, ich mache das nicht. Ich werde keine 200 Euro für irgendwelche Plastikembleme ausgeben, nur weil da M50 Jahre steht. Ja, nein, werde ich nicht. Aber wenn ihr Geld damit machen wollt, liebe BMW, Ingenieure, Fans, wie auch immer, dann macht doch da Titan draus oder so. Ja, dann und schreibt 2000 Euro hin. Das interessiert doch niemanden mehr, wenn jemand 150.000 Euro für sein Auto bezahlt oder 130.000 Euro für ein Auto ausgibt. Dann ist doch scheißegal, ob die Embleme aus Titan sind oder nicht und dann 2000 Euro mehr kosten. Meine Güte. Naja, gut. Oh, egal. So, BMW Drive Recorder. Ja, den nehmen wir natürlich auch. Wieso nicht? Ne? Ich meine, warum? Ihr seht hier schon, da wird dann auch noch der Parkassistent Plus hinzugefügt. Und der Park Distance und das Park Distance Control wird dann entfernt. Warum ist das so? Bei BMW Drive Recorder bedeutet das sozusagen bei Berührung deines Fahrzeugs oder so. Also falls habe ich tatsächlich schon gehabt, dass mir jemand sozusagen an mein Auto rangefahren ist und dann einfach abgehauen ist, ja. Und der Drive Recorder nimmt das einfach auf. Wie geil ist das denn, oder? Total, total abgefahren. Also ja, ist so und deswegen nehmen wir es. Und auch brenzlige Fahrsituationen oder so, der nimmt 20 Sekunden vorher und 20 Sekunden nachher auf. Also wenn dann irgendwas passieren würde, dann hätte er es aufgezeichnet. Wieso nicht, ne? So, die Sonnenschutzrollos sind, wie ihr seht, nicht kombinierbar, sehe ich gerade. Was? Was soll denn jetzt das? Okay, ja, dann nehme ich sie halt nicht. Aber wie bescheuert ist das denn? Ach ja, wahrscheinlich, weil es dann mit dem richtigen Leder, also was dann da auf den Armaturen drauf ist, sozusagen oben, ihr seht schon hier oben, meine ich da, ne? Da ist ja das Leder drauf, da sozusagen wollen die dann keine extra Faxen machen. Das heißt also, wir müssten auf unsere Volllederausstattung verzichten für die, für das Sonnenschutzrollo. Ja, nö, ne? Dann muss es ohne gehen, würde ich sagen. Ja, schade. Ich hätte es sonst genommen. Lenkradheizung, klar, was sonst? Also Lenkradheizung ist wirklich eine Investition wert. Habe ich jetzt schon des Öfteren immer und immer wieder erlebt. Du steigst in dein Auto ein, das Lenkrad ist scheiße kalt. Ja, und es ist einfach so, Leder ist einfach scheiße kalt im Winter und im Sommer ist es halt scheiße heiß und deswegen ist die Lenkradheizung für den Winter super. M-Leuchten, Shadowline. Ich finde es einfach nur geil. Auf jeden Fall nehmen wir die. Und die M-Sicherheitsgurte, Fanboy hin oder her, die fallen tatsächlich auf. Also viele, die zu mir in den M4 eingestiegen sind, haben gesagt, wow, geil, was, wow, okay, M, hier, was ist das für eine coole Naht? Ja, genau deswegen. Wenn es auffällt, dann nehme ich es auch. Also es ist es wert, ja. Das wird dort eingearbeitet, also verdammt nochmal zahle ich dafür. So, die Personal eSIM habe ich jetzt mir durchgelesen. Auch mega geil. In Zukunft, wenn du sozusagen mehrere BMWs hast oder in deinen Mietwagen steigst, der auch von BMW ist, ja, dann kannst du sozusagen immer, ohne dass du dein Handy dabei hast, ich meine, du hast dein Handy immer dabei, klar, aber du musst es da nicht mehr, um zu telefonieren sozusagen anschließen, sondern du kannst über die Personal eSIM sozusagen dich direkt registrieren und dann ist das sozusagen gegeben, dass du damit telefonieren kannst.
Die Details könnt ihr euch dann selber durchlesen. Also im Endeffekt ist es mega geil, deswegen nehmen wir es auch und melden uns dann entsprechend oder registrieren uns entsprechend für diesen Service. Active Protection, ja, wieso nicht, ne? Ich meine, hey, wenn es um Sicherheit geht, sparen wir nicht. Und die Bremse machen wir jetzt rot, ne? Oder? Sag mal. Gerade sind sie blau. Das ist sowieso nicht der Blauton, den wir hier haben, also den Frozen Blauton. Deswegen sollten wir eventuell darüber nachdenken, ob wir nicht sozusagen tatsächlich die Bremse in Rot machen. Einfach weil ich finde Blau auch ganz geil. Also man muss es jetzt nicht rot machen, aber wir können es ja mal gucken. Wirft er mich an dieselbe Stelle zurück? Nein, wirft er nicht. An diese Stelle, an die Software-Ingenieure der BMW oder des Partners, der diese Webseite gebaut hat. Geiler Konfigurator, ja, aber man kann immer wieder so ein bisschen was besser machen. An der Stelle hätte ich mir gewünscht, wenn ich hier wieder draufklicke, dass ihr mich genau dahin zurückbringt, wo ich gerade war. Denn das erlaubt mir immer wieder zurückzugucken, zurückzugehen auf das Bild und dort die Konfiguration, die ich gemacht habe, nochmal zu verifizieren. Ja, in Rot. Ja, naja, gut, aber man sieht sie jetzt, ne? Also vorher hat man sie nicht so deutlich gesehen und jetzt in Rot. Also ich finde Rot geil. Also ich finde es geil. Doch, das sollten wir machen, ne? Gut, also dann lassen wir das jetzt mal in Rot. Finde ich geil, weil dann sieht man sie auch wirklich. Das ist mir die 300 Euro wert. Siehst du, hast du gesehen? Wir waren gerade da und dann hat er uns doch wieder ganz nach oben geschmissen. Also gut, okay, so weit waren wir ja noch nicht. Also von daher gehen wir wieder zurück. M-Compound-Bremse, rot, hochglänzend, nehmen wir. So, in Schwarz gäbe es das Ganze auch. Ist für uns aber jetzt in dem Fall nicht relevant. Gepäckraumpaket, ja, nehmen wir, weil, ganz geil, seht ihr diese silbernen Streifen hier? Wenn ihr da euren Koffer drauflegt, dann rutscht der nicht mehr weg. Das funktioniert einwandfrei, das ist richtig geil. Deswegen nehmen wir das. Und die Sonnenschutzverglasung ist doch klar, nehmen wir. Schaut Hammer aus. Können wir uns gleich hier anschauen. Na, schaut mal an, das sieht schon gleich nochmal, also Hammer. Das sieht einfach nur geil aus. Gut, der braucht immer ein bisschen zum Laden. Oh, wow, Alter, dieses Auto schaut einfach nur Bombe aus. Schaut euch das an. Diese Front, aggressiver geht's einfach nicht mehr, ne? Man kann es nicht noch aggressiver machen. Ich kann es mir einfach nicht noch geiler vorstellen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie man das noch geiler machen kann. Eieieiei. Was für ein geiles Auto. Also wirklich, das ist ein Kunstwerk, ist das. Wahnsinn. Ich liebe dieses Auto. Und so böse und so mächtig. Und schaut euch mal den Diffusor. Alles aus Carbon haben wir ja gemacht, ne? Carbon-Paket. Und in dem Fall alles aus Carbon. Es schaut einfach nur Hammer aus, ja. Ja, also Wahnsinn. Okay, gut. Gut, dann lasst uns weitergehen. Wir hatten, wir waren bei, wo waren wir? Bei Sonnenschutzverglasung, genau. Instrumententafel, Sensordeck brauchen wir nicht, weil haben wir alles in Leder. Harman Kardon, klar, müssen wir machen, anders geht's nicht. Da kommt man nicht drum herum. Den Parkassistenten haben wir schon als Professional-Version, haben wir ja vorhin schon gemacht. Und jetzt kommen wir zu den aktiven Sitzbelüftungen. Genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, du sitzt da in diesem Auto, das ist dein Daily im Sommer, Hammer, das Auto ist heiß, du machst die Sitzbelüftung an und dann kühlt der dir den Piep. Genau, den kühlt er dir. So, und dann haben wir noch das BMW Live Cockpit Professional, das wir vorhin auch schon in dem Track-Paket gesehen haben. Das können wir halt jetzt hier auch einfach anwählen. Müssen wir halt mal mit 1150 Euro auf die Kacke hauen, ja? Ist halt so. So, und dann diese ganzen Service inklusive, nee. Machen wir nicht, weil sehe ich jetzt keinen Sinn drin. Den kann mir dann BMW auch nochmal erklären. Wenn es da einen Sinn gibt, dann her damit. Ja, genau. Nur in Verbindung mit zusätzlichen Sonderausstattung verfügbar. Ich meine, wir können es uns mal angucken, was dann passiert. Wenn du die sozusagen Carbon-Keramikbremse wählst, musst du also andere Felgen nehmen, nämlich nur die 826er. Und dann könnten wir nicht mehr die 825er nehmen. Und damit ist die Felge, die Bremse für mich raus. Ja, also Carbon brauche ich nicht, muss ich nicht, Daily. Wenn auf der Rennstrecke, ja, sofort Kreuzchen hin, wenn du damit wirklich auf die Rennstrecke willst. Also sprich, nach der Arbeit mal schnell zur Nordschleife, Nürburgring, wie auch immer, irgendein Track halt und dann drehst du da deine Kurven, dann, ja, dann brauchst du eine Carbon-Keramikbremse, sonst nicht. So, Park Distance Control hatten wir schon diskutiert. Wir haben ja die Professional-Version des Parkassistenten. Wir haben BMW Live Cockpit Plus. Das ist dann in dem Professional schon auch drin. Nee, wie hieß das? Professional oder wie hieß das vorhin?
Das hieß, ja doch, Professional. Alles bei BMW heißt Professional. So, was haben wir hier noch? Adaptives M-Fahrwerk, ja, haben wir an Bord. Haben wir an Bord, haben wir alles an Bord. Genau. Galvanik-Applikationen für die Bedienelemente sind Serie. Echt? Okay, geil. Wie geil ist das denn? Nehmen wir. M-Hochglanz-Shadowline, ja, auch geil, weil Chrom hat hier nichts zu suchen. Ich denke, das ist allen klar. So, also, ihr seht, Vollausstattung nahezu. Ne? Wir haben alles drin. Ich meine, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist eine Anhängerkupplung, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand mit seinem M3 Touring irgendwas durch die Gegend ziehen will. Ich meine, ja, wahrscheinlich wäre das auch okay, aber habe ich nicht gesehen. Eine Anhängerkupplung gibt es wohl nicht. So, also, wir sind damit fertig. Eieieiei, dieses Auto sieht immer wieder. Also, schaut euch dieses Auto an. Ich kann es, also, Wahnsinn. Wie sieht dieses Auto aus? Pornös einfach nur. Ja, wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind bei 122.890 Euro. Das Ganze dann mit einer Anzahlung von 23.908 Euro und ihr kriegt dann eine monatliche Leasingrate von 1.334,33 Euro aufgebrummt. 36 Monate Laufzeit, Hammer, 10.000 Kilometer. Kann man so machen oder zum BMW-Händler gehen und da nochmal nachfragen, ob was möglich ist, ja. Aber geile Karre. Also wir haben jetzt mal hier fertig konfiguriert. Die Konfiguration speichere ich natürlich auch entsprechend und verabschiede mich heute mit diesem Video von euch mit dem BMW M3 Touring in seiner schönsten Form. Achso, wollen wir nochmal ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, nochmal ganz kurz ins Interieur gucken. Ich meine, hey, da haben wir doch auch was richtig Geiles gemacht mit diesem weißen Leder und ihr seht hier das ganze Carbon hier auch, ne? Also Wahnsinn im Lenkrad, ne? Also schon richtig geil. Und das neue Display hat er dann trotzdem. Das finde ich dann schon wieder gut. Also ich bin froh, dass sie jetzt hier vorne, wie ihr seht, den doch neuen Display gemacht haben. Also das ist dann doch nochmal faceliftiger als gedacht. Das mit den Scheinwerfern finde ich trotzdem immer noch komisch. Aber die sehen ja trotzdem geil aus. Ich meine, wir haben es ja gesehen. Die Scheinwerfer sehen ja jetzt nicht aus, als hättest du einen Gebrauchtwagen. Ne? Also ich meine jetzt nicht eine Uraltkarre, sondern wir reden hier schon noch von. Also das schaut Hammer aus. Vielleicht schauen die Scheinwerfer auch besser auf dem M aus als die anderen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das der Grund. Ja, jedenfalls sieht der Wagen richtig geil aus und jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren, weiterleiten. Tut einfach alles, was man tun kann, um hier sozusagen zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Macht's gut, Leute. Und tschüss.